Alfred, Stack und Scarecrow arbeiteten gemeinsam an einem Projekt namens Cloudburst. Aber wenn dem so ist, Sir, warum greift Scarecrow Stack dann an? Stack muss ihn hintergangen haben. Er ist wegen des Geräts hier. Ich verschaffe dir Zugriff auf Stacks Computernetzwerk. Such nach allem, was mit Cloudburst zu tun hat. Ich muss wissen, was das ist. Wie Sie wünschen. Okay, jetzt haben wir wenigstens Zugriff. Oh, ja, können wir nicht abspielen. Na gut. Aber trotzdem ist auch wieder mit diesem Stimmgerät aktivieren erst. Hier werden wir erstmal von Riddler das machen. Ist mein Eingang. Da. Okay. Und ganz kurz mal gucken. Erstmal hier oben. Erstmal aktivieren. Wir wollen darüber. Ist rot. Okay, so. Und jetzt hier runter. Oh ne. Es könnte mich erwischen, wenn ich versuche, die Stabilität des Luftschiffs zu ändern. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, wie komme ich hin. Ach so. Okay. Jetzt vielleicht. Ups, so. Genau. Oh. Hier haben wir nochmal. Was ist das? Auf dem Scanner kommt nämlich nichts. Deswegen. Ich lass die mal lieber raus. Oh. Bestimmt ist das wieder falsch, aber ist egal. Ist egal, ist egal. So. Ein wenig trocken, meine Stimme. Und von meiner Erkältung immer noch geschwächt. Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Bass. Oh. Bitte lasst mich gehen. Ich habe jede Menge Geld. Nicht mal Batman kann uns aufhalten. Boah! Aber das hat dich nicht gehindert, Scarecrow noch ein bisschen zu betrügen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Nein, noch tut es dir nicht leid. Aber wenn Scarecrows Toxin in diese Zelle strömt, dann wird es dir leid tun. Oh Gott, nicht! Ich habe gesehen, was das mit deinem macht. Hilfe! Irgendwer! Wenn ich den Mann mit der Minigun ausschalte, erweckt das nur Aufmerksamkeit. Ich kümmere mich später um ihn. Ja, erstmal nach oben. Okay. Was macht Scarecrow da drin? Kalibriert den Cloudburst. Der Typ ist echt unheimlich. Lasst uns das Ding aufladen. Ähm.
Interface, okay. Nehmen wir erstmal da hinten die Seilrutsche. Unser Werk ist fast vollendet. Meine Kalibrierungen sind beinahe abgeschlossen und der Cloudburst fast aufgeladen. Achso, da kann ich rüber. Versorge mich bis dahin weiter mit Energiezellen. Hör nur, wie er da drin schreit. Er wird noch mehr schreien, wenn das Gas kommt. Das ist die Strafe, wenn man Scarecrow verrät. War nicht sehr schlau. Okay. Bitte, nein, lass mich raus. Nicht das Gas. Was machen diese Energiezellen überhaupt? Sie laden den Cloudburst auf. Da unten bewegt sich was. War wohl doch nichts. Was zur Hölle? Haben wir hier noch jemanden? Hier. Lass ihn nicht durch! Scarecrow muss seine Arbeit beenden! Gott sei Dank! Hilf mir! Die bringen mich um! Ich habe euch gewarnt, Gentlemen! Batman ist hier! Zeigen wir ihm, was wir gelernt haben! Ich will zwei Teams! Team 1, lade den Cloudburst auf! Team 2, findet ihn! Kein Problem! Du entkommst mir nicht! Na. Yes. Scarecrow, meine Männer melden sich nicht mehr. Das kann nur eins bedeuten. Uns geht die Zeit aus. Sind wir bereit? Noch nicht. Der Cloudburst. Du musst dich hier rausholen. Die sind wahnsinnig. Du hast mich angelogen. Du hast eine letzte Chance, Dag. Eine. Okay, okay. Hör zu, Scarecrow kam zu mir.
Er brauchte meine Hilfe mit dem Cloudburst. Wozu dient er? Nein, nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich berühren! Der Cloudburst, Stack. Welchen Zweck hat er? Sie sind überall auf meiner Haut. Sie kriechen auf meinem Gesicht rum. Ich sollte dich deinen Albträumen überlassen. Oh, Entschuldigung, der hat gerade die Krallen in der Brust gehabt. Das hat bestimmt mehr wehgetan. Okay, gab's hier sonst irgendwas? Nö. Wir haben jetzt... Halt! Hier war da noch was von Riddler. Nein. Zack. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier nochmal jeweils zu diesen Dings hier reinkommen. Zu diesem Luftschiff, deswegen versuche ich das gleich mitzumachen. Nein. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Ja, so. Okay. Dann haben wir das auch fertig. Na gut. Keine Ahnung, wie ich an die Stimme rankommen soll. Jetzt wurde er. Okay, das ist er. Der Moment, auf den wir beide gewartet haben. Scarecrow ist genau da unten. Also hältst du ihn auf und rettest Oracle? Oder bekomme ich noch eine Nase von dem köstlichen Gas, während du hilflos ihren Tod beobachtest? Wie entscheiden wir uns? Näher, nur näher. Dies ist die Wer ist der echte Scarecrow-Show? Also, wo ist unser erster Teilnehmer? Sieh da, mit den Ohren. Treten Sie ruhig näher. Wie heißen Sie, Sir? Bruce? Also, welcher ist es, Bruce? Knifflig, oder? Ist es der auf der linken Seite oder der auf der rechten? Ja. Die rechte Entscheidung zu treffen ist so schwer, nicht wahr? Aber was hast du für eine Wahl? Scarecrow links liegen und deine geliebte Stadt zerstören lassen? Brauchst du Hilfe? Link? So ein Pechbetz! Fuck! Du stirbst nicht. Es fühlt sich nur so an. Mein Toxin füllt deine Lungen und ertränkt dich in deinen größten Ängsten. Was siehst du? Joker? Eine Stadt unter dem Joch der Angst? Betrogen von jenen, denen du vertraut hast. Dein dunkelstes Geheimnis wird offenbart. Während ich deinen Geist zerpflücke, sieht Gotham zu. Ich werde dir die Maske vom Gesicht reißen. Und die ganze Welt soll die Furcht in deinen Augen sehen. Auch sie werden dann verstehen. Es gibt keinen Erlöser. Keine Hoffnung mehr. Nie mehr Batman. Vielleicht ist es schon passiert. Was?
Sieh mich an! Ich bin großartig und dieser Körper! Unglaublich, wie stark er ist! Ja. Bleib weg von mir! Auf die Beine und kämpfe! Bemerkenswert, diese Brutalität. Los jetzt, erledige ihn! Er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Du musst ihn aufhalten. Nein. Nein, das hat er nicht echt gemacht. Irgendwas stimmt nicht. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen. Wer hat was von Laufen gesagt? Sir, Scarecrow sendet über ganz Gotham. Sie müssen das sehen. Wie fühlt es sich an, deine Stadt am Rande des Abgrunds zu sehen? Deine Freunde im Griff des Todes? Dieses Mal hast du dich übernommen, Batman. Und jetzt ist dein Scheitern so gut wie vollendet. Und wenn der letzte Atemzug aus ihrem Körper weicht, wird sie wissen, dass du sie im Stich gelassen hast. Alfred, er hält Oracle im Unterschlupf in Chinatown fest. Ich bin auf dem Weg dorthin. Bitte beeilen Sie sich. Keiner weiß, was er ihr antun wird. Okay. Krass. So, bevor wir jetzt weitermachen, werden wir natürlich gucken, wie wir diese Stadt hier noch frei machen können. Und Catwoman müssen wir auch noch machen. Also, ihr helfen, sozusagen. Das wäre ja dann hier. Puh. Aber... Ich habe vorhin eine an die Wand gekettete Leiche gesehen. Diese Stadt ist im Gas besser dran. Okay. Muss hier irgendwo sein. Noch so eine gekettete Leiche. Okay, gut. Ja, dann sage ich erstmal schönen Feierabend erstmal bis jetzt, ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Es gibt erstmal eine Pause und wie gesagt. Ich dachte, die Fabrik wäre der Plan. Aber jetzt geht es um diesen Cloudburst? Na gut. Der Cloudburst ist der Plan B. Männer wie Scarecrow haben immer einen Plan B. Ich will mich verabschieden. Das ist so üblich bei Superschurken. Danke. Also, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.